Hallo, hier ist Ralf Scharrer. Ihr hört Coaching Airline Radio und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Radio am Mikrofon, die Andrea. Und ich freue mich total auf zwei spannende Stunden mit Ralf Scharrer. Er ist Autor, er ist Schauspieler, er ist Künstler, er ist Designer. Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe? Ja, vor allen Dingen bin ich aber auch ein Mensch, der sich gerade stark macht eben für das Thema Stalking. Und ja, deswegen bin ich auch als Stalking-Experte heute hier im Studio. Super, das passt nämlich, weil ich ja auch schon ein bisschen mit Mobbing zu tun gehabt habe. Da können wir uns super gut austauschen. Aber gerne. Als allererstes möchte ich gerne mal den Zuhörern mal den Ralf Scharrer ein bisschen näher bringen. Sehr gerne. Erzählst du uns mal ein bisschen, wo du herkommst, was du früher gemacht hast, bevor du Künstler geworden bist, oder bist du schon gleich in die Künstlerschiene reingerutscht? Erzähl einfach mal ein bisschen was von dir. Wer ist Ralf Scharrer? Ja, wer mich noch nicht kennt, ist es jetzt eben eine super Gelegenheit. Und zwar bin ich geboren in Mittelfranken und das ist also in der Nähe von Nürnberg. Wo genau ich geboren wurde, das verrate ich jetzt nicht, weil es gibt ein Gewinnspiel später, wo es ein Buch und auch eine Tasse zu gewinnen gibt und da ist es eben noch nicht ganz so. Also jedenfalls bin ich dort geboren und aufgewachsen in einer kleinen Stadt, in der wir nicht mal ein Theater hatten. Und irgendwie fand ich die Liebe zum Verkleiden wirklich auch schon sehr, sehr früh, nämlich im Kindergarten. Und da gab es dann im Sommerfest die Möglichkeit, den Eltern irgendetwas darzubieten. Und das war tatsächlich eine Modenschau. Und die Kinder verkleideten sich alle und ich durfte das moderieren und hatte damals eben einen Samtanzug an, das weiß ich noch ganz genau, im Alter von 4 Jahren oder so. Und moderierte das und habe das erste Mal das Gefühl von Bühnenluft geschnuppert. Mit 4 Jahren? Mit 4 Jahren. Wahnsinn. Und das war also so, ich glaube, der Erstkontakt zur Bühne und das zu moderieren und das anzusagen, was die Kinder da tragen, das fand ich ganz, ganz fantastisch und am Ende der Applaus fand ich super. Okay, so hat quasi im Prinzip dein Werdegang begonnen. Aber du bist ja zur Schule gegangen, hast sicher irgendeinen Beruf gelernt, oder? Erst oder ja, genau. Ging's gleich in die Künstlerschiene? Ich sag mal so, also der Wunsch der darstellenden Kunst, der war schon groß, nachdem ich dann eben auch im Schultheater Räuber Hotzenplotz gespielt habe, den Wachtmeister Dimpfelmoser dann. Dann war ich in der Jungschau und habe gesungen. Ich habe ein Instrument gelernt. Ich habe sehr viel in der Freizeit kreativ mich beschäftigt und habe auf einem Abenteuerspielplatz aus Lehm und Matsch eben Hütten gebaut. Und wenn es geregnet hat auf diesem Abenteuerspielplatz, dann haben wir uns zurückgezogen in diesem Haus und da war ein Betreuer von der Stadt. Und da habe ich mit Salzteig Marionetten gebastelt und habe das dann eben auch wieder vorgeführt. Also da merkt man schon, die Wurzeln meiner künstlerischen Tätigkeit, die gehen sehr weit in die Kindheit zurück. Mhm. Doch dann war irgendwann die Frage, Ralf, was willst du denn mal werden? Und als ich dann mit 8, 9 oder 10 Jahren gesagt habe, ja, Schauspieler, och, ja, und von was willst du leben? Genau, typische Frage. Das war natürlich ganz klar, in einer Kleinstadt konnte man sich das weiß Gott nicht vorstellen, dass das mal Größeres daraus entsteht und dieser Kinderwunsch wirklich mal wahr werden sollte. Also, was fand ich noch toll? Verkaufen spielen. Ja? Mhm. Und so habe ich dann gedacht, okay, erst wollte ich eigentlich Bäcker werden, weil ich Backen immer ganz toll fand. Bis heute finde ich Backgerüche ganz, ganz wunderbar. Dann habe ich so ein Betriebspraktikum gemacht, Andrea. Und ganz ehrlich, nachts um 2 aufstehen ist schrecklich. Das war dann doch nicht so prickelnd, gell? Nee, Backen ja, aber ja, nicht nachts. Und der Geruch, aber alles andere lassen wir so gut sein, ne? Genau. Und so dann habe ich wirklich mit 11 Jahren gedacht, jetzt ist klar, ich werde also in die kaufmännische Schiene gehen und werde eine Kaufmann-Ausbildung im Einzelhandel eben absolvieren, um dann meinen zweiten Kindheitswunsch näher zu kommen, nämlich einen eigenen Laden mal zu haben. Und das war sehr, sehr früh klar. Ja, und so machte ich dann 3 Jahre Ausbildung, IHK. Abschlussprüfung war gleichzeitig dann auch die Eröffnung von meinem ersten eigenen Geschäft, nämlich Naturfeinkost Scharrer. Zu Zeiten, wir sprechen von 1995, wo es noch überhaupt gar kein Bio im Supermarkt gab. Ja, es war also ein Fachgeschäft mit Bedienung, mit Charakter, mit Persönlichkeit. Und auch da war meine kleine eigene Bühne, denn ich erzählte immer Geschichten
zu den jeweiligen Produkten. Ja, das ist auch ganz wichtig, wenn man im Verkauf geht, dieses Story-Talk, das ist Geschichten, das wollen die Leute genau. hören. Genau, Leute lieben Geschichten und das ist bis heute eben auch so bei meiner aktuellen Kollektion. Alles hat eine Geschichte, die entweder was mit mir oder mit mir und meiner Geschichte zu tun haben und das lieben die Menschen, ja? Dass so eine Verbindung entsteht und das finde ich wunderbar. Und wir haben jetzt schon so ein bisschen geplaudert über seinen, ich sage jetzt mal, über seinen ersten Werdegang bis zum Beruf hin. Einzelhandelskaufmann hast du gelernt und das wurde dann auch gleich mit dem ersten Laden verbunden, Naturkostladen war das, ne? Genau, also so ein Naturkostladen, wie man sich das damals vorstellte, war es nicht, denn damals war es in der Zeit, wie gesagt, wir sprechen hier von Mitte der 90er Jahre, dass Bioläden immer dunkel und Strohbrezen an der Wand hingen und aber so wertige Lebensmittel eben, Nahrungsmittel verkauft wurden und ich habe gedacht, ich war schon immer ein bisschen anders als andere und habe gedacht, ich möchte das gerne eben wie ein Feinkostladen haben, also so wertig haben. Ja. Und so kam die Idee, dass ich das so ein bisschen mache wie Alois Dallmayr in München, nur eben kleiner dann in Nürnberg. Und so kam es tatsächlich, dass ich das 5 Jahre machen wollte, aber letztlich eben dann in so einer Mühle war, wie so ein Hamster im Rad. Ich habe gut Geld verdient, der Laden lief, ich habe Mitarbeiter gehabt, 7 Stück. Und dann hatte ich das Ohr immer am Markt und plötzlich veränderte sich der Markt. Plötzlich hatten wir Umsätze gemacht, die interessant wurden, plötzlich eben für den konventionellen Handel, also die Lebensmittelindustrie. Und entweder hätte ich die Möglichkeit gehabt, Andrea, dann weiter zu wachsen als Filialist, aber wäre es dann noch die Arbeit gewesen, die ich gehabt hätte, guten Tag, Frau Müller, wie hat Ihnen der Wein zum Käse geschmeckt? Es wäre nur noch im Büro sitzen und verhandeln gewesen. So dieses Persönliche mit dem Kunden. Und genau, ne? Das liebte ich ja, genau. Oder ist es jetzt an der Zeit, mit 25 den Koffer zu packen, in eine Großstadt zu gehen und deinen ersten Kindheitstraum mal anzupacken, sonst sitze ich in 30 Jahren noch irgendwo und sage, hätte ich es doch mal probiert. Und genau das ist passiert. Mhm. Super. Und da bist du den künstlerischen Weg gegangen. Richtig, genau. Ich habe dann also gedacht, ich muss auf eine Schauspielschule, weil ich es von der Pike auf gerne studieren möchte. Wir müssen uns alle vorstellen, ich bin in eine Welt hineingeboren, in der gerade in Franken, in Bayern, Gefühle keinen Platz haben. Schon als kleiner Junge heißt es eben, schäm dich, stell dich in die Ecke, ein Junge weint nicht. Ja. Und plötzlich darfst du deine Gefühle rauslassen, um Menschen zu unterhalten, um Menschen mitzunehmen. Und das war für mich also eine Begeisterung von Anfang an. Was war denn deine erste Rolle? Meine allererste Rolle war, ich spielte in dem Theaterstück Wandernutten von Theresa Walzer, Rainer, der seine besten Freunde zu einem lustigen Abendessen eingeladen hatte und wir tranken alle dort Alkohol, auf der Bühne natürlich nicht wirklich, aber in dem Stück ist das so. Und so nimmt die Geschichte ihren Lauf, dass jeder von seiner Vergangenheit erzählt. Und es war ein sehr, sehr lustiges Stück, das sich eingebrannt hat in mein Gehirn. Und das war so auch das Thema Lampenfieber. Ja? Das habe ich auch in meinem Buch, darauf kommen wir später bestimmt noch zu sprechen, minutiös erzählt, was Lampenfieber mit einem macht. Und das war damals eben so die Sekunden vor dem Aufgang, wenn du auf der Bühne stehst, um Himmels Willen. Ja, da kommen dann plötzlich auf einmal Gefühlscocktails in einem hoch, wo man gedacht hat, das hat man gar nicht, ne? Oder das kennt man gar nicht plötzlich auf einmal. Genau, also du kriegst nasse Hände, du hast Puls- und Blutdruckerhöhung, du hast keinen Speichel mehr im Mund, du denkst, was machst du hier eigentlich, hättest du doch was Vernünftiges gelernt. Aber dann, wenn du diese Schritte auf die Bühne machst, dann ist alles weg. Das ist auch irgendwo dann ein Befreiungsschlag, oder? Ja, es macht auch Spaß. Ja, viel Spaß. Also ich habe das auch erlebt in der Form. Ich musste dann immer jedes Mal, wenn ich der Auftritt 5 Minuten vorher, habe ich immer gedacht, ich muss Pipi machen. Und dann bin ich immer zur Toilette gerannt. Musste ja gar nicht. Der aber du hattest nichts. Das Gefühl. Es ist, also es war unglaublich. Beschreib das immer so. Mein Körper fährt ein Notprogramm. Richtig. Und was da ist, das ist einfach, das Adrenalin läuft links und rechts aus dem Mundwinkel und das macht einfach unglaublich Spaß, dann da drüber zu gehen. Und auch danach, nach der Aufführung, ob das jetzt eben fürs Fernsehen ist, ob das für einen Film ist oder auf der Bühne, live ist halt nochmal anders, weil da kannst du nicht schneiden. Nee, du musst improvisieren, wenn du Fehler machst. Und das Spannende daran ist eben, bist du hinterher von der Bühne
brauchst du noch 2 Stunden, bis du wieder runterfährst. Mhm. So. Also das Gefühl von diesem Adrenalinschub ist schon lange. Das war jetzt so diese Theatergeschichte. Mhm. Filmrollen hast du ja auch gehabt. Genau, also ich habe sehr, sehr viele Theaterstücke gespielt von der hochtrabenden Kunst Peter Weiß. Wir sprechen jetzt also wirklich die Verfolgung und Ermordung Jean-Paul Marats. Da merkst du eben auch im Publikum, da sitzt Deutsch-Leistungskursschüler, da sitzt ein Deutschlehrer. Das ist anspruchsvoll, das ist im Text auch schwierig zu lernen. Aber eben auch leichte Unterhaltung, wie zum Beispiel ein Krimi-Dinner, wo du ganz anderes Publikum erreichst. Es geht immer, immer, immer um das Thema Unterhaltung. Und letztlich war ich dann ja eben auch in der Medienstadt zu Hause. Und dann war klar, jetzt probierst du es mal bei Film und Fernsehen. Und mit dieser Ausbildung und mit dieser Erfahrung habe ich dann also meine ersten Rollen angenommen für Schulungsfilme, Werbespots, Imagefilme, für Versicherungen, für mal hier ein Wort zu sagen, durchs Bild zu laufen, Kameraerfahrung zu sammeln, die Scheu vor der Kamera zu verlieren. Das war ein großes Moment für mich, wo ich dann wirklich gedacht habe, okay, das macht auch Spaß, ist eine andere Arbeit. Und so kam es dann, dass ich dann irgendwann die erste Filmrolle angenommen habe. Mhm. Ja, genau. Was war das für eine? Das war in African Race, die Rolle eines Geschäftsmanns. Und das war für RTL ein Film. Genau. Okay. Ja. Filmrollen. Genau. Wir haben jetzt ja Backstage hier, während der Song lief, hier ein bisschen geplaudert. Mhm. Und da ist was gefallen, wo du gesagt hast, du hast auch beim Tatort mitgespielt. Genau, beim Tatort, das war ein Nachtdreh, das werde ich nie vergessen. Es war eiskalt, wir haben in einer alten Ruine in einem Schloss gedreht und mit Jan-Josef Liefers zusammen. Das war also unglaublich professionell. Tatort auch. Münster. Tatort Münster, richtig. Und das war eine kleine Rolle als Studentin der Verbindung. Und das Spannende an der ganzen Produktion war die Liebe zum Detail. Mhm. Ein Tatort ist einfach unglaublich professionell gedreht. Das kann man gar nicht mehr vergleichen mit einem Studentenfilm oder sowas. Sondern das hat mich fasziniert, wie viel Zeit du aufwendest, um eine Minute Film zu produzieren und was am Ende dabei rauskommt. Und eben dieser Aufwand. Ne? Und wir haben uns dann an den Arischeinwerfern haben wir uns gewärmt, weil es so kalt war. Aber Jan-Josef Liefers und der Partner, wie heißt er? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Die zwei, ja. die das zusammenspielen, die sind ja grandios zusammen. Ne? Also ich finde die ja total toll. Und deshalb läuft das auch schon so lange. Ne? Also die Zuschauer sind eher da als, ganz... als der verrückte Professor, sage ich jetzt mal. Ne? Genau, also das macht eben auch Spaß, ja, in diesen Beruf einzutauchen und dich einzulassen, eben auf die individuelle Rolle. Es gab für ZDF History, was ich gedreht habe, mal eine Rolle, da war ich Bergmann von 1836 und wir haben wirklich eine in der Zeche gedreht, einen Originalschauplatz und wir hatten keine Schuhe an und kein elektrisches Licht. Und das Spannende an dem Beruf des Schauspielers ist wirklich so, dieses Eintauchen in verschiedene Charaktere, Berufszweige, verschiedene Epochen auch. Und erst vor kurzem im Frühjahr hatte ich fürs ZDF gedreht, ZDF Terra X, nämlich die Rolle von Heinrich Kramer. Es ging um Hexenverfolgung, also auch eine dramatische Geschichte. Und da spielte ich eine der Hauptfiguren in der Story. Und das war schon wirklich auch ein wahnsinniger Aufwand, denn wir haben mit einem Esel gedreht. Und wenn der nicht so will, wie du willst, oh, dann wird das schon alles sehr spät. Kann ich mir vorstellen. Aber wie ist das denn, wenn man so in so verschiedenen Rollen schlüpft, wie du das jetzt so erzählt hast, da muss man doch einen kompletten Schalter irgendwie oben in Gedanken umlegen, oder? Weil da muss man sich doch total in diese Figur reinlassen können, oder? Ja, genau. Das ist eine sehr schöne Frage, die du da stellst, Andrea, weil es für die Zuhörerinnen und Zuhörer eben auch spannend ist, wie funktioniert denn eigentlich diese Rollenarbeit? Also am Theater erarbeitest du das im Team, in vielen Proben mit der Dramaturgie und dem Regisseur zusammen. Bei Filmen ist es anders. Da bin ich alleine und muss mich selbst damit beschäftigen, auch Teile, die nicht im Drehbuch stehen, eine Biografie herumzu bauen. Zum Beispiel, war es eine Übung aus der Schauspielschule, was ist dein Lieblingsplatz in der Wohnung, wie bist du eingerichtet, wie stehst du finanziell da, damit du diese Person auch wirst.
Und aktuell habe ich gerade gedreht für Sat.1, für die neue Serie Richter und Sindera in der Folge 51 Baby Comeback spiele ich die Hauptfigur von Yves Hendrichs, ein Geschäftsführer. Und in dieser Rolle zeige ich zum ersten Mal im deutschen Fernsehen, was ich als Charakterdarsteller drauf habe, denn die Aufgabe vom Regisseur war: gib mir 300%. Und ich habe 500 gegeben. So, dass also Tränen rollten, ohne Nachhilfe. Und das Schwierige dabei war, das gesamte Team hat kurz vorher noch einen Witz gemacht über Blondinen und keine Ahnung was, und ich sollte in die Figur kommen. Also es ist ein Einlassen auf das, und jetzt sage ich es mal ganz banal, wenn du eine Klassik-CD einlegst, dann kommt auch nur Klassik und nichts anderes. Und so ist es ein Programm, das ich abrufe, weil ich es erlernt habe. Es ist also ein Talent, ein Handwerk auf der Basis von Talent. Du hast jetzt gerade was mit von Tränen erzählt, ohne Nachhelfen. Da warst du ja ganz, ganz emotional tief mit dieser Figur verbunden, oder? Genau, in dem Moment bin ich komplett nicht mehr Ralf Scharrer, sondern in dem Moment bin ich wirklich dieser Yves Hendrick gewesen, der von seiner Frau 18 Jahre lang hinters Licht geführt worden ist. Und ja, ich verrate noch gar nicht zu viel. Sendetermin habe ich leider noch nicht, denn wir haben erst letzte Woche Muss ja auch gedreht, nichts aber geben. ich werde es eben veröffentlichen und ihr könnt das alle dann mitverfolgen. Auf diese Figur bin ich sehr, sehr stolz, weil ich da wirklich rausgelassen habe. Es ist also, das Thema ist Mut zu Hässlichkeit auch. Etwas zu zeigen, was du normalerweise nur privat und zu Hause tust und als Mann schon gleich zweimal nicht. Und das macht schon Spaß, die Leute zu unterhalten, sie zu packen, sie zu fesseln. Und die Kameraleute, die Regieassistenz, es gab Szenenapplaus für diese Szene, weil sie gesagt haben, was du da gerade gemacht hast, ich habe offene Münder gesehen, das ist unfassbar. Und dann weiß ich, ich war so drin. Also bei der Schauspielerei, Andrea, ist immer die Frage, glaubt man dir, was du da spielst Ja, oder nicht? das stimmt. Das ist überhaupt, glaube ich, bei jedem Künstler so, auch im Sänger. Authentizität, genau. Authentizität, ja. Jetzt hat man den gleichen Genau. Stolperer. Also das ist ganz wichtig. Das ist ja auch bei uns im Radio machen so, Ja. ne? Also wir sind ja total authentisch. Also Ja. wir verstellen uns. Ich verstelle mich nicht. Und wenn ich mich mal verplapper, dann sage ich Heuwegelchen, dann lache ich drüber und dann ist gut, ne? Also wir sind ja alle nur Menschen, Genau, wir ja? sind nur Menschen. Und wir sind keine Roboter. Und deswegen ist das überhaupt nicht schlimm. Und ich lege auch ganz, ganz großen Wert auf das Authentische, ne? Weil alles andere nimmt einem ja, ich sage jetzt mal, der Zuhörer oder der Zuschauer oder ich sage jetzt mal, im Kino ist es ja noch wieder was anderes, wenn man über die Leinwand kommt, der Kinobesucher ja nicht ab. Ja, Ja, ja. das merkt man ja sofort, wenn es gespielt ist. Weil dann ist es von der Emotionalität her, glaube ich, ziemlich klemmig, wenn man sich immer bemüht, irgendwie was anderes zu sein, was man im Grunde genommen nicht ist. Ja. Genau, auch die Körpersprache spielt eine große Rolle, das weißt Genau. du als Coach eben Ganz auch sehr, genau. sehr gut, dass der Körper ja auch kommuniziert Der und Körper ich spricht selbst immer. brauche jede Mimik, jede Gestik, ich brauche meinen Körper, um mich auszudrücken, was ich hier schon minimalisiere, aber letztlich brauche ich das immer, um ganz ich zu sein. Wo war man stehen geblieben? Weiß jetzt gar nicht. In der In Schauspielerei. der Schauspielerei, wir haben vom Tatort gesprochen und wie du in die anderen Rollen reinschlüpfst und Genau, und dann gab es noch ein kleines Highlight für mich, genau. nämlich die Daily Soap. Genau. Ja. Richtig. Ja, Ich helfe das ein bisschen war's. nach. Ja, Kein also, Problem. wie gesagt, ich lebe ja heute eben in einer sehr großen Medienstadt und da wird eben auch ständig überall und viel gedreht. Und nachdem ich so ein offener und unkomplizierter Mensch bin, bin ich auch immer neugierig und gehe auch los, um die Werbetrommel zu rühren für mich und meine Kunst. Und so passierte es dann tatsächlich, dass ich bei einem Casting war für die TV-Serie Unter uns auf RTL. Und tatsächlich hatte ich dann 2008, 2009 die Rolle von Markus Kranz gespielt. Und das war für mich also schon so, wow. Also das ist eine Hausnummer, das hätte ich mir als Kind nicht erträumen lassen. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber ich habe mal gehört, dass das auch mitunter ziemlich anstrengend sein kann, so eine Daily Soap zu drehen,
weil der Drehtag, der ist auch, glaube ich, ziemlich lange, oder? Der fängt ganz früh an und geht bis, was weiß ich, ja, es ist so, lange, ne? Es ist so, also der Drehtag ist unglaublich lang. Es gibt verschiedene Außendrehs dann eben auch. Die Drehbücher kommen erst sehr, sehr kurzfristig. Das heißt, du musst deine Texte innerhalb kürzester Zeit lernen. Die sind dann auch wirklich nur im Kurzzeitgedächtnis. Es gibt Texte, die habe ich am Theater gespielt, die könnte ich heute noch abrufen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ja, es ist alles ein kleines bisschen anders als beim klassischen Film, denn da zählt die Zeit. Ja? Mhm. Die Zeit und das Geld, das Budget ist knapper. Und das merkst du eben am Filmset letztlich eben sehr. Natürlich die Filmkulissen und die Pappmaché-Kulissen, das ist alles künstlich, aber auch gerade das ist wirklich sehr, sehr spannend gewesen für mich. Eine Traumerfüllung. Das kann ich mir vorstellen. Auch wenn es anstrengend war. Wie lange? 2 Jahre hast du das gemacht? Ne? 2008, 2009, ja, genau. Es war eine Episodenrolle und das war, ich wollte auch nicht in der Daily Soap bleiben, weil ich gedacht habe, ich möchte die Vielfalt eben vom Schauspiel insgesamt haben und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, frei zu sein. Mhm. Ja? Und was kam dann danach? Und danach kam Tatort Medienhafen. Das war dann also eine Zeit in Düsseldorf. Da habe ich am Apollo-Theater gespielt, eben ein großes Haus. Und das war also für mich auch wirklich so eine große Bühne mit 4 Vorhängen und Zwischengängen. Und das war also ja sehr spannend. Und da ist auch ein Fehler passiert in der Live-Sendung, sage ich schon, Entschuldigung, auf der Bühne. Und wenn du mit einer Selbstverständlichkeit weiterspielst, als wenn es dazugehören würde, werden 70% deiner Fehler nicht bemerkt. Und ja, das habe ich ganz, ganz gut gelöst, indem ich einfach gespielt habe, nämlich den wartenden, ungeduldigen Geschäftspartner, der auf seinen Kollegen wartet, denn unmittelbar vorher, unsere Mikrofone waren schon hochgefahren. Wir konnten nicht mehr kommunizieren, sonst hätte das ganze Publikum draußen miterlebt, was wir für Schwierigkeiten haben, denn sein Anzug ist gerissen. Ja. So was kann passieren, ne? Und wir konnten nur noch mit irgendwelchen Zeichen und zieh du das an und ich deute da drauf und ich gehe raus und spielte also wirklich den Ungeduldigen, blickte auf die Uhr und Andrea, eine Minute kann so lang sein. Das glaube ich, das glaube ich. Aber was ist denn das Lustigste gewesen, was dir mal passiert ist? Ich meine, es gibt ja so viele lustige Geschichten, die so daneben gehen, wo man sich hinterher kaputt lacht, das ist unglaublich. Genau, oder wo man Tränen lacht, dass man erstmal wieder 5 Minuten zu sich kommen muss, um wieder in die Rolle reinzuschlüpfen. Jetzt muss ich lachen, denn wir hatten bei Tatort Medienhafen begonnen mit der Verkündung des Testaments und dann sitzen wir als trauernde Gäste hinter dem Vorhang, wir hören das Publikum noch, der Laden ist voll und einer macht Meck, Meck, Meck und wir machen das jeden Abend, diesen Zinnober, ja, und in dem Moment lachst du, weil du dich nur anschaust und in dem Moment geht der Vorhang auf. Und du musst dich so zusammenreißen, denn wir sitzen quasi bei der Testamentsverkündung. Und das ist, und dann platzt du fast. Und du denkst, schau jetzt bloß nicht rüber. Das ist dann wahrscheinlich so wie in der Schule in der letzten Reihe hinten, wo du dann herrliche Situationen. Der eine oder andere dann anfängt so zu lachen, du kriegst dich nicht ein und der Lehrer steht da vorne und darf nicht raus. Ne? Ja. Das ist ganz schlimm. Genau. Aber gerade bei so einer Testamentseröffnung, ne, wo man so eine Trauermine dann aufsetzen muss, kommt dann sowas. Ne? Das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Ja, okay. Ich habe vorhin ja schon angekündigt, es gibt ein kleines Highlight. Es gibt ein Gewinnspiel für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Denn ich habe einen Roman geschrieben, Dem Wahnsinn entkommen, ein Stalking-Roman. Ein großes Thema in unserer Gesellschaft ist das Thema Stalking. Darüber handelt dieses Buch und das würde ich jetzt gerne hier live in der Sendung verlosen. Und die Gewinnfrage dazu ist, in welcher Stadt wurde ich geboren? Ja, ich habe es noch nicht verraten in der Sendung, aber jetzt kommt es eben auf meiner Homepage www.ralf-scharrer.com findet ihr die Lösung und der erste Anrufer, der hier im Studio anruft, der bekommt das Buch mit Widmung. Ich gebe jetzt die Telefonnummer durch. Es ist die 0177 2742 286. Ich wiederhole. 68. Entschuldigung. 0177, trotz Brille, 274 22
68. Das ist die Gewinn-Hotline sozusagen für jetzt dem Wahnsinn entkommen. Ein Hardcover habe ich dabei und schreibe eine persönliche Widmung rein. Anja Super. Körner. Und es klingelt immer noch hier bei uns im Studio. Also vielen Dank fürs Mitmachen. Gewonnen hat Anja Körner. Und das freut mich sehr, denn sie ist auch ein treuer Fan von mir und meinem ganzen Schaffen. Und deshalb freut es mich sehr, dass sie gewonnen hat. In der zweiten Stunde, wie gesagt, gibt es nochmal hier etwas zu gewinnen, nämlich eine schöne Tasse von mir. Bleibt also dabei. Und jetzt geht's weiter mit Andrea. Erlan Radio, am Mikrofon die Andrea und er sitzt mir immer noch gegenüber. Er ist noch nicht weggelaufen. Nein, der Ralf Scharrer. Und wir haben jetzt gerade sein tolles Buch verlost an die Anja Körner. Ralf, erzähl doch mal ein bisschen was über das Buch, weil du wirst ja auch demnächst ein bisschen auf Lesereise gehen, soweit das jetzt in dieser Situation ich sag jetzt mal, machbar ist, ne? Genau, also normalerweise wäre ich jetzt auf Deutschland-Tour, wäre jetzt Corona nicht und wäre jeden Tag in einer anderen Stadt, in einer anderen Bibliothek oder Buchhandlung. Das Ganze kam uns natürlich dann im März wirklich in die Quere, wie allen, es blieb ja keinem erspart. Aber jetzt fängt es langsam wieder an, dass wir im Kleinen eben doch etwas bewegen können. Und ich erzähle jetzt einfach ein kleines bisschen was über das Buch. Unbedingt. Ich habe also 4 Jahre daran geschrieben, um die Wurzeln zu beleuchten, wie Stalking beginnen kann. Mhm. Also eine der Formen. Und am Ende lese ich jetzt gleich auch noch ein bisschen eben die Buchrückseite vor, damit man so ein Gefühl hat. Ja, es geht also um Sarah. Sarah, eine junge Frau, die auf der Suche ist nach ihrem großen Glück, nach ihrem Prinzen und der Liebe. Es geht also um die erste Liebe. Es geht um die falsche Liebe und es geht um die große Liebe. Ja, und die erste Liebe, das wissen wir alle, wenn die zerbricht, dann geht's uns gar nicht gut. Das stimmt. Und ja, dann hat sie eine ganz, ganz tolle Großmutter, mit der sie sich wunderbar versteht und sie ist so eine Grand Dame und lädt sie auf eine Kreuzfahrt ein, um sie abzulenken. Ja, und dann beginnt die Geschichte ihren Lauf, denn da begegnet sie zum ersten Mal Max. Und das ist das Thema, ja, Max und Sarah begegnen sich dort und den Rest lese ich dann einfach mal auf der Buchrückseite vor. Jedenfalls Stalking, wenn man das nicht kennt, dann ist das wirklich die Begegnung wirklich von dem absolut schwierigen, bösen und ja, letztlich ist es eben mehr als nur Abischerze. Also Stalking kann über viele Jahre gehen und ich erzähle jetzt gerne als Stalking-Experte mal ein bisschen was über die Zahlen, die draußen passieren. Ja. Wir sprechen hier von 19.000, 20.000 Anzeigen pro Jahr, die Stalking-Opfer eben bei der Polizei anzeigen. Aber nur ein einziger Prozentsatz wird verurteilt. Die Dunkelziffer ist sehr viel höher. Wir sprechen von 600 bis 800.000 und 40.000 Mal wird das Thema in den Suchmaschinen gesucht. Das heißt also, das Thema ist groß, zu groß. Und deshalb möchte ich Hilfe und Unterstützung anbieten in meiner Selbsthilfegruppe, die ich ehrenamtlich eben betreibe und gleichzeitig eben auch auf der Seite aktivgegenstalking.de. Dort findet man Hilfe und Unterstützung, wenn man betroffen ist oder wenn man jemand kennt, die betroffen ist oder umgekehrt. Und weil das Thema so groß ist, ist eine ungebrochene Energie bei mir eben entstanden, weil ich selbst mal betroffen war und heute so stark bin, dass ich eben etwas zurückgeben kann. Und deshalb das Buch. Wunderbar. Ich sage jetzt mal Stalking, wenn man eine Anzeige startet, also ich hab mich ja auch mit dem Thema schon ein bisschen beschäftigt und das Thema Mobbing, das hängt ja auch so ein bisschen mit Stalking so zusammen. Mhm. Ne? Ich glaube, das ist ziemlich schwierig, wenn man einen sogenannten Stalking-Täter bei der Polizei anzeigt, damit man überhaupt erstmal ernst genommen wird. Genau, das ist das Problem. Es geht immer um die Beweise, die Beweissituation und unsere Gesetze sind da einfach auch noch nicht so ideal für die Opfer. Ja, und es geht auch immer darum, eben bei der Polizei, ich erlebe es jede Woche eben in meiner Selbsthilfegruppe, dass man schnell gesagt bekommt, ach, die hysterische Mutter, die kommt schon wieder mit ihrem Kleinen, weil sie mit dem Ex nicht zurechtkommt oder so. Und ja, es ist eine schwierige Situation. Viele Polizeidienststellen sind gar nicht
ausgelegt dafür oder gar nicht ausgebildet und vorbereitet eben für diese Art von Stalking. Wo beginnt Stalking? Wo ist es greifbar eben? Das ist das Thema, das ich gerne kommuniziere in der Gruppe, aber eben auch auf der Homepage. Wann es beginnt, nämlich dann, wenn du klar signalisierst, du möchtest diesen Kontakt nicht. Höre bitte damit auf, und das musst du am besten eben unter Zeugen sagen oder irgendwie kommunizieren, wo du es beweisen kannst. Es ist ja auch so ein Psychoterror, der da entsteht, ja, wenn man sich nicht dagegen wehren kann. Ich sage jetzt mal, solche Stalking-Täter, die suchen sich ja auch immer ihre Opfer aus und die finden die ja auch immer, ne? Ja, so ein Prozess geht halt, Andrea, sehr schleichend. Mhm. Also das vermutet man ja gar nicht. Und das Schlimme an der Thematik ist eben, es kann jeden treffen. Ob das nun im Arbeitsumfeld ist, ob das im Nachbarschaftsverhältnis entsteht oder gar eben wirklich, und das ist das meiste, über 50% der Fälle ist eben aus so einer Trennungssituation heraus. Ja? Mhm. Und dann kommt der Ex oder die Ex-Partnerin nicht damit klar, dass du jetzt dein eigenes Leben führst. Und dann beginnt ein Spießrutenlauf für die Betroffenen, wo man sich auch oft echt schämt. Und deswegen habe ich das Buchcover so gewählt, dass ich dort Angst und gleichzeitig Scham zeige. Also ich glaube, Scham steckt da ganz viel drin in den Opfern auch. Mhm. Weil die, ich könnte mir vorstellen, dass die sich nicht trauen, erstmal nach außen zu gehen, weil sie selber irgendwie erstmal gar nicht so wahrhaben wollen oder nicht richtig erkennen, dass sie gestalkt werden. Also von meinen Betroffenen ist es immer so die Haltung, der hört schon irgendwann auf. Also jetzt muss er doch, also irgendwann hört er doch auf. Und er hört eben nicht auf. Nee. Oder das Stalking richtig hört eben nicht auf. Da gibt es mal Ruhephasen. Ja. Und dann denkst du, jetzt hast du es geschafft. Aber dann kommt auf einmal wieder die Situation, jetzt ist die Dämmerung, jetzt haben wir die dunkle Jahreszeit vor der Tür. Das macht was mit dir. Richtig. Also es geht so schleichend, dass Betroffene eben auch erzählen, wenn ich beim Autofahren mehr in den Rückspiegel schaue, als da beim nach vorne fahren auf die Straße schaue oder in der Fußgängerzone mehr Schulterblick mache als beim Abbiegen, dann ist etwas passiert mit dir und dann ist es höchste Eisenbahn, das zu erkennen und zu sagen, ich hole mir jetzt professionelle Hilfe. Ja. Ich mache mich hiermit eben auch gleichzeitig stark für den Berufszweig der Psychologen und Psychiater, weil sie dafür da sind, ja, um dich in einer Lebenskrise, und darüber handelt dieses Buch, um dir da Hilfe und Unterstützung anzubieten und letztlich eben in einer Selbsthilfegruppe wie meiner. Wir machen gleich weiter. Sehr gerne, nein, dann lese ich aus dem Buch. Sag nein, ja genau, das ist ein großes Thema. Wir scheuen uns davor, Nein zu sagen. Nein sagen fühlt sich für uns komisch an. Frag dich jemand nach Geld, frag dich jemand nach einer Unterstützung und du möchtest das wirklich nicht oder du kannst es nicht. Nein ist unbequem, ja, das lernen wir nicht. Ja, und das sind schon auch so Wurzeln, die entstehen eben beim Stalking und beim Mobbing. Und ich sage jetzt mal Mobbing, da bist du ja Experte, geht am Schulhof auch oft los. Und wenn du nicht mitmachst, dann bist du die Nächste, die dran ist. Mhm. Und dann ist so eine Gruppendynamik. Richtig. Und das gilt es zu unterbrechen. Mhm. Und ich möchte jetzt gerne euren Hörerinnen und Hörern ein bisschen meine Buchrückseite vorlesen, um ein bisschen einzutauchen, ja, in die Thematik. Wir hören ganz gespannt zu. Sehr gerne. Dem Wahnsinn entkommen, ein Stalking-Roman. Tropfendes Regenwasser, raschelnde Blätter. Ein jagender Marter, der auf der anderen Straßenseite das Licht der Bewegungsmelder aktiviert. Ich erstarre. Mit rasendem Puls, stockendem Atem. Denn sie alle könnten er sein. Unten im Garten könnte er im Schatten der Tanne warten, hinter der Hausecke kauern und in mein Fenster starren. Überall, jederzeit. Vielleicht ist er längst hier, sieht mir heimlich zu, wenn ich schlafe, dusche, die Kleider wechsle. Weil er mich liebt, sagt er. Weil er mich lieben will. Was sieht er bloß in mir? Es sind bloß drei Buchstaben, die Sarah Wellners Leben für immer verändern. Zwei Konsonanten und ein Vokal, die sie in den Wahnsinn treiben, ihr Leben schleichend bedrohen. Max. Ein erfolgreicher Geschäftsmann, charmant, großzügig und verrückt nach ihr, von ihr besessen und dazu bereit, sich mit nur jedem erdenklichen Mittel in ihr Leben zu drängen. Blumensträuße, die sich in tote Tiere verwandeln. Liebesnachrichten, die zu Drohungen werden.
Urlaubseinladungen, die sich zu Befehlen entwickeln. Womit soll es enden? Je öfter Sarah ihren Verehrer in die Schranken weist, desto schlimmer wird es. Wie weit würde er gehen, um sie für sich zu beanspruchen, und wie weit ist sie zu gehen bereit, um das eigene Leben zu schützen? Ein Roman über die Abwärtsspirale des Stalkings und den mühsamen Weg zurück ins Leben. Ja, und wenn das neugierig gemacht hat, dann kann ich sagen, jeder, der das jetzt nicht gewonnen hat hier in der Sendung, gibt's das Buch in jedem Buchhandel als Hardcover für 22,99 €, als Softcover, also Paperback, für 19,99 € und selbstverständlich auch als E-Book für 9,99 € im Handel oder eben auf meiner Homepage www.ralf-scharrer.de und natürlich auch im Internet bei den bekannten großen Händlern. Du hast 4 Jahre dran geschrieben, hast du gesagt. Ja, 4 Jahre dran geschrieben, weil ich mich eben auch mit Betroffenen viele Jahre beschäftigt habe, ihre Geschichten eben aufgeschrieben habe, um daraus letztlich aus vielen verschiedenen erlebten Leben eine neue zu formen, um der Gesellschaft aufzuzeigen, was Stalking mit einem macht. Mhm. Wer dieses Buch gelesen hat, weiß, wie sich ein Stalking-Opfer fühlt, weiß, wie man denkt, wie man handelt, wie man fühlt, wie man aus einem lebensfrohen, lebendigen Menschen auf einmal jemanden hat, der zurückgezogen und eher 3 Schritte zurück statt einen vorgeht. Und genau deshalb habe ich die Ich-Form gewählt und ich sag mal so, ich bin jetzt gerade dabei, das Buch auch ins Englische zu übersetzen, denn Andrea, die Thematik hört nicht an der Landesgrenze auf. Das ist richtig, ja. Wie oft hast du geweint dabei? Tränen rollen auch heute noch immer wieder, wenn wir über die Thematik sprechen. Und es gibt verschiedene Stellen im Buch, bei denen ich selbst, obwohl ich es geschrieben habe, den Atem anhalten muss. Mhm. Weil du nicht glaubst, was du da liest. Mhm. Weil du nicht greifen und begreifen kannst, wozu Menschen fähig sind, wenn sie eine Bestie werden und ihr das Leben zur Hölle machen. Ja. Und es ist eben so aus dem Leben. Und ich glaube, die spannendsten Geschichten, die schreibt nur das Leben. Mhm. Und ja, deswegen ist es eben so, dass kein Hollywood-Drehbuchautor sich aus den Fingern saugen könnte, was das Leben manchmal spielt. Als Hörbuch, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es das noch nicht, ist aber in Planung. Könntest du dir vorstellen, dass das Buch verfilmt wird? Oh ja, es schreit regelrecht der Stoff danach, verfilmt zu werden. Doch ganz ehrlich, die Schwierigkeit sehe ich darin, ähnlich wie bei dem Film Das Parfüm. Denn die Innenansicht, die Gedankengänge, wie will ich die darstellen? Also da muss mich ein Regisseur, ein Filmemacher, obwohl ich in der Branche arbeite, aber schon wirklich sehr überzeugen, dieses Buch zu verfilmen. Denn ich glaube bis jetzt noch nicht daran, dass es möglich ist und ich möchte keinen schlechteren Film als das Buch haben. Mhm. Und deswegen wird es eine Riesenherausforderung, aber ich nehme die gerne auf. Ja. Da sind wir mal gespannt. Ja. Auf jeden Fall, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich das Buch gelesen habe und dann anschließend den Film gesehen habe, war der Film zwar auch toll, aber das Buch ist irgendwie teilweise immer noch mal spannender und geht direkt, ich sage jetzt mal, ins Herz rein, egal was man jetzt liest, weil man macht sich ja auch immer so seine eigenen Gedanken dazu. Genau. Und jeder, auch der Regisseur oder der Schauspieler, egal in welche Rolle der steckt, jeder hat ja so seine anderen Gedanken und anderen Empfindungen und so weiter. Und deswegen gibt es dann manchmal Filme, wo ich gesagt habe, also der Film war jetzt besser oder das Buch war besser. Ja. Aber es ist so, ich liebe Dialoge und ich habe im Buch darauf geachtet, dass viele Dialoge passieren, denn damit wird der Stoff, diese kleinen schwarzen Buchstaben, lebendig. Und das ist bei meiner Arbeit generell so. Ich liebe es, wenn die Buchstaben lebendig werden, ob als Schauspieler oder als Autor oder dann eben, wenn ich daraus lese in den Lesungen, dann läuft bei jedem der eigene Film. Ja? Und dann hast du die Erwartungshaltung und wenn das nicht getroffen wird, oh, dann bist du vielleicht ein bisschen enttäuscht, obwohl der Film trotzdem gut wäre, wenn du das Buch nicht gelesen hättest. Mhm. Und da bin ich auch schon beim Thema. Ich bin ganz stolz darauf, dass ich wieder auf die Bühne kann. Gleich morgen eben, 30.09. bin ich in Königswinter im Kaufmannsladen Eselstall. Das ist ein wunderbares Café mit einer Buchhandlung und da bin ich morgen um 19.30 Uhr live auf der Bühne
Und am 4.12., das kann ich jetzt schon mal ankündigen, gibt es einen großen Auftritt mit mir und Crow in Köln im Urania Theater. Die Uhrzeit weiß ich leider noch nicht, aber ihr dürft mir, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr gerne folgen auf Instagram ralf.scharrer oder auf Facebook. Der offizielle Kanal ist auch da eben. Da kriegt ihr alle News mit und selbstverständlich Radio, auch auf meinem Homepage. Andrea am Mikrofon immer noch und mir gegenüber sitzt immer noch der Ralf Scharrer. Ja. Also es gefällt ihm heute Abend so gut bei uns, dass wir so viel schon geplaudert haben. Und er hat ja jetzt auch aus seinem Buch ein bisschen was vorgestellt. Er hat auch gesagt, wo wir es zu kaufen kriegen. Und ich bin auch ganz gespannt drauf, weil dieses Thema Stalking, das ist auch so, ich sage jetzt mal, so ein Herzensthema. Ein ganz, ganz emotionales. Und ich sage auch immer, man kann jedem nur hier bis vor die Stirn gucken. Was dahinter abgeht, das kriegt man meistens nicht mit. Und es hat mal auch ein anderer Schriftsteller, der Schirach hat das mal gesagt, in jedem Menschen steckt ein Mörder. Und das ist so. Also man weiß nie, wann da oben dann mal die Lampe durchbrennt, in welcher Situation, wo man plötzlich auf einmal eine Tat beginnt, wo man vorher gar nicht gedacht hätte, dass das passiert. Also, ne? Da sprichst du ein schönes Thema an. Das Thema habe ich natürlich auch aufgegriffen und in meinem Buch mitverarbeitet, denn während des Lesens entstehen bei der Leserin oder Lesern eben Rachegefühle. Mhm. Ja? Du möchtest da eingreifen und du fühlst da mit. Und es gab eben so tolle Feedbacks nach dem Lesen von vielen, die mir eine Rezension geschrieben haben, die gesagt haben, unfassbar, die Sarah hätte ruhig das und das noch machen können. Ja, und ich habe immer so ein bisschen die Handbremse gezogen und doch wird es unfassbar spannend im zweiten Teil des Buchs. Und da kann ich einfach nur sagen, ja, jemand, der jetzt nichts mit dem Thema zu tun hat, der hat einfach eine unfassbar spannende Geschichte. Und jetzt komme ich mal auf den Punkt. Ja. Thriller werden in Deutschland am meisten gelesen und am meisten ist die Zielgruppe da eben Frauen. Und da muss das Blut spritzen und keine Ahnung was. Und das sind, ich weiß es nicht, ich kann es nicht erklären, aber es ist so. Und es kommen im Jahr ja 70.000 Bücher in Deutschland auf den Markt und ja, Thriller ist das beste Genre. Ja. Also von daher, jeder, der Interesse dran hat, gerne zugreifen. Also ich glaube, wenn man als Schriftsteller seine Botschaft so nach außen bringt, dass das den Leser so packt, dass er es nicht mehr aus der Hand legen kann. Mhm. Und ich sage jetzt mal, das in ein oder zwei Nächten durchliest, dann hat man wirklich einen richtig guten Job gemacht, oder? Ja, und genau das ist bei den meisten eben passiert. Ich habe es natürlich erstmal zum Probelesen im Familienkreis und im Freundeskreis rumgegeben, aber die sind nicht neutral. Die finden alles toll, was ich mache. Aber letzten Endes geht es um die Geschichte. Und wenn Leute es auch wirklich an einem Tag zu Ende geht, außer vom Sofa runter Tee kochen und Tee wieder wegbringen, war das Einzige wirklich nur das Lesen, weil du so gefesselt bist in dieser Geschichte und es nicht mehr aus der Hand legen konntest. Und das sind die Rezensionen eben auch, die mich stolz machen. Diese viele Arbeit, die da drin steckt, und ich arbeite schon an Buch 2. Okay. Und das ist eben so, weil ich gedacht habe, okay, die Thematik hört auch mit diesem Buch eben nicht auf. Und ich bin in einer Nische als Autor, denn es gibt kaum eben Autoren, die sich an so einen schweren Stoff rantrauen. Und daher entsteht da mein gesamtes Engagement der Selbsthilfegruppe. Und ja, letztlich habe ich die finanziell allein gestemmt. Denn, jetzt komme ich zu dem Thema, wie wurde ich eigentlich Designer, ich wurde Designer aus Not. Das müsst ihr euch jetzt vorstellen, dass ich damals die Crowdfunding-Kampagne gestartet habe und habe geglaubt, ach naja, so ein Buch, das wird doch schnell unterstützt und auch so eine Selbsthilfegruppe, denn es gab eben von der Stadt keine Unterstützung für die Gründung. Mhm. Eine laufende Gruppe wird unterstützt, aber nicht die Gründung. Und so habe ich gedacht, naja gut, dann machst du das alles professionell, machst ein Video dazu, das man heute noch sehen kann, eben im Netz, wenn man meinen Namen googelt. Und tja, ich bin gescheitert. Ich bin gescheitert, weil ein paar Freunde eben mich unterstützt haben, aber nicht die Unbekannten, die du ja brauchst für das ganze Projekt. Und dann dachte ich, Ralf, du kannst besser
T-Shirts verkaufen, als mit der Spendendose rumzugehen, weil verkaufen liegt dir eben auch und macht dir Spaß. Und so habe ich dann eben eine T-Shirt-Kollektion entworfen, die ganz eben, und jetzt wissen wir es ja, wo ich herkomme, aus der Blattgoldschlägerstadt Deutschland, nämlich Schwabach, und dort gab es das Blattgold, und so ist meine Kollektion in Gold entstanden. Und mit dem Erlös habe ich dann die Selbsthilfegruppe Aktiv gegen Stalking gegründet. Hammer. Ja. Aus der Not heraus. Aus der Not heraus, ja. Not macht erfinderisch. Es ist so. Und auch oder? Jetzt in der Lockdown-Zeit habe ich abends um 21 Uhr aus meinem Musical ein paar Texte gesungen, weil ich die heute noch eben drauf habe, inhaltlich. Und um 21 Uhr gab es immer das Klatschen. Und dann habe ich einfach gedacht, ich will einen künstlerischen Teil beitragen, nämlich den Heldinnen und den Helden dieser ganzen schwierigen Phase, die wirklich für uns da waren im Supermarkt und die Pfleger, Pflegekräfte. Und so habe ich gesungen. Und tagsüber habe ich aber Skizzen gemacht. Skizzen gemacht gegen Langeweile, denn Langeweile, das Wort kenne ich gar nicht. Und so entstanden das mitten in dieser stillen Zeit das Uhrwerk von meiner Armbanduhr stehen geblieben ist. Und genau dann habe ich gedacht, okay, ich werde sie reparieren lassen, aber es gibt keine Ersatzteile mehr, denn die Uhr ist 100 Jahre alt. Ja. Und dann saß ich da und habe gedacht, dann machst du dir eine eigene Kollektion. Okay. Und die ist jetzt gerade seit Mittwoch eben raus und kann betrachtet und auch gekauft werden unter www.schara24.com. Hammer. Tolle Geschichten, die du heute Abend hier mitgebracht hast. Ja, danke. Also, ich sage jetzt mal, für manch einen, der das gar nicht glaubt, braucht er zwei Leben dafür, für das, was du schon alles geschafft und erschafft hast, oder? Ich glaube, Andrea, ich habe mich in meinem Leben für ein spannendes Leben entschieden, der aber auch der Lebensweg sehr unbequem ist. Und an vielen Kreuzungen hätte ich den bequemeren Weg wählen können. Aber nein, ich bin so ein lebendiger, pulsierender Mensch, der immer neugierig ist auf Neues und nie festgefahren ist. Und ich glaube, das macht es auch aus, dass ich so vielfältig bin. Und ja, ich arbeite viel an vielen Projekten, manchmal auch gleichzeitig, aber das wäre ohne großem Team eben gar nicht möglich, die hinter mir sind. Und dafür möchte ich einfach wirklich Danke sagen, weil ich so ein dankbarer Mensch eben auch bin, denn nichts ist selbstverständlich. Das stimmt. Und meine Arbeit wird nur anders gesehen. Also eine Supermarktmitarbeiterin, die arbeitet mit Sicherheit genauso viel und hart. Ihre Arbeit wird aber nicht so wahrgenommen wie meine, weil wir eben öffentlich sind. Ja. Und deswegen habe ich immer einen Respekt vor allen, die einfach viel arbeiten. Aber du hast ganz am Anfang des Satzes hast du ein Wort benutzt, und zwar das Wort Entscheidung. Und man entscheidet sich immer für den einen oder anderen Weg. Ja. Es ist immer eine Entscheidung, welches Wort ich sage, welche Handbewegung ich mache, welches Leben ich führen möchte. Genau. Und wenn man einmal die Entscheidung getroffen hat, einen Weg zu gehen, dann kommen die ganzen Ressourcen in einem hoch. Dann hat man diese Energie wieder, diese Lebensfreude, wenn man plötzlich auf einmal ein neues Ziel vor sich sieht. Sag ich jetzt mal, wenn man sich von was trennt, was einen Alarm gelegt hat, und man kann die Entscheidung nicht treffen, sich davon zu trennen, und man schleppt das wie so ein Mühlenstein immer mit sich rum, und plötzlich auf einmal ist der Mühlenstein so, ich sage jetzt mal, so schwer geworden, dass man den nicht mehr schleppen kann. Und dann trifft man die Entscheidung, ich will diesen Mühlenstein nicht mehr mit mir rumschleppen. Ich lege diesen Mühlenstein ab. Und dann ist das ein wahnsinnig befreiendes Gefühl. Also so habe ich das auch erlebt. Genau, der aber auch viel Kraft kostet. Ne? Also stimmt. Viel Kraft kostet, sich einzulassen auf die Veränderung. Richtig. Denn das, was ich jetzt habe, da weiß ich, wo ich bin. Und ich sehe eigentlich die Blumenwiese, aber ich bin hinter dem Zaun und ich müsste ja über den Zaun. Und genau darum geht es. Und ich möchte Mut machen, mit meinem Buch aus einer Lebenskrise aufzustehen. Denn ich sage, es gibt so viele Lebenskrisen, wie es Leben gibt. Und deshalb ist das Buch quasi etwas für jeden, um aufzustehen. Ja, also wir dürfen alle hinfallen, aber wir sollten auch wieder aufstehen und alte Zöpfe abschneiden, ja, hinter sich zu lassen und nur Mut auf Neues zu haben. Immer die Entscheidung treffen, ne? Ja. Den alten Zopf abzuschneiden. Genau. Und keine Angst davor haben, aus seiner Komfortzone auszubrechen.
Wir haben noch ein Gewinnspiel. Wir sind in der zweiten Stunde Live-Sendung hier bei euch. Vielen Dank eben nochmal. Es macht mir riesengroßen Spaß mit euch. Und das Gewinnspiel ist jetzt eben, als Designer habe ich eben auch eine Tassenkollektion. Und die kann man natürlich eben auch sehen auf meiner Homepage. Und genau darum geht es jetzt. Also ich möchte gerne dem nächsten Hörer oder Hörerin eine von meinen edlen Designertassen schenken. Wieder der Erste, der anruft hier im Studio. Ich gebe nochmal die Nummer durch zur Sicherheit. Es ist die 0177-274-2268. Und die Gewinnfrage lautet, in welcher Stadt lebe ich heute? Ja, das ist auch zu finden wieder auf meiner Homepage www.ralf-scharrer.com. Ja, und diese Tassen habe ich also entworfen auch, weil ich überlegt habe, ich möchte gerne einen Alltagsgegenstand so wertig machen, dass du ihn am liebsten gar nicht in den Küchenschrank stellst. Mit Erfolg, weil letztlich habe ich eine goldene Tasse entworfen, die so schön ist, dass sie glänzt, als wäre es ein Siegerpokal. Okay. Und das war so das Ziel, dass ich gedacht habe, wieder alles Gold. Ja. Du merkst also, alles hat meine Handschrift, alles, was ich künstlerisch mache. Da läutet schon ins Studio. Ich freue mich. Gerade dran bin. Ja. Ralf Scharrer, hallo. Hallo Ralf, ich bin heute nur in Thüringen. Hallo. Ich bin in Köln bist du geboren. Ich lebe in Köln. Herzlichen Glückwunsch. Das ist richtig. Ja, wunderbar. Und damit bekommst du eine goldene Prinzessinnen-Tasse von mir. Danke fürs Zuhören und vielen Dank fürs Mitmachen. Es klopft schon wieder an. Bleib bitte in der Leitung, denn ich gebe das jetzt mal weiter. Dann nehmen wir deine Adresse auf und ich sag danke fürs Mitmachen, okay? Ralf, eine Frage habe ich noch. Ja, gerne. Kannst du die Tassen beschreiben? Beschreiben mit deinem Namen hinten drauf. Philipp, ja? Ja, das kann ich. Mache ich gerne. Ja? Danke. Sehr, sehr gerne. Schreib mir, ansonsten rufe ich dich später nochmal zurück. Bis dann, du. Danke fürs Mitmachen. Tschüss. Tschüss. Ja, und das sind eben diese Tassen. Und um jetzt nochmal auf den Designer zu kommen, es ist so, dass das nie auf meiner Lebens-To-Do-List stand. Mhm. Also ich wollte, das war nie mein Ziel. Aber wenn du dich darauf einlässt, aufs Leben, dann passieren da wunderbare Dinge. Und gerade unser neuer Shop, den es jetzt gerade wirklich ganz brandneu gibt, wird jetzt sukzessive befüllt mit den vielen Skizzen, die ich gemacht habe in der Lockdown-Zeit. Also Krise auch als Chance zu sehen, war für mich völlig klar. Ich stecke den Kopf nie in den Sand. Und da entstehen wunderbare Produkte vom Babystrampler bis zum exklusiven Regenschirm und wirklich schöne Geschenkideen eben auch. Und das ist also einfach eine wunderbare Arbeit. Also Ralf Scharrer lässt die Menschen auch nicht im Regen stehen. Ja, so kann man das sagen, Andrea. Genau. Wunderbar, wunderbar. Ja, ein ganz, ganz kreativer Mensch, ja, der hier vor mir sitzt. Also ich bin dermaßen, ich sage jetzt mal emotional getoucht, wie ich das immer so schön sage. Und auch die Geschichten, die du so erzählt hast, wie alles so begonnen hat, wie alles so in sich ineinander greift auch, ne? Mhm. Und das finde ich also absolut spannend. Ja, danke schön, dass du das so siehst und das ist eben sich aufs Leben einlassen, ne? So dieses. Ja, ich habe aber auch für euch ein kleines Geschenk, denn wenn ich komme, habe ich immer Geschenke dabei. Und wie ihr vielleicht wisst, ich bin Markenbotschafter von dem Gesundheitsmittelhersteller Emsan, Emcur. Das ist also die Firma, die die Nasenduschen herstellt. Und jetzt fragt man sich so, wo kommt da eigentlich die Verbindung her? Ich habe also ganz viel Promotion gemacht damals in der Zeit, wo ich zur Schauspielschule ging. Ich habe auch gemodelt oder gekellnert in Köln auf Karnevalssitzungen, was wahnsinnig anstrengend war. Das glaube ich. So dein ganzes Umfeld ist am Feiern und du musst da durch die Mengen. Und Promotion war dann für mich ein leichter Weg zu sagen, ich kann etwas erklären, ich kann etwas glaubhaft rüberbringen und das war ein erklärungsbedürftiges Produkt, nämlich die Nasendusche. Mhm. Und da habe ich heute eben auch ein ganzes Packerl für euch dabei. Oh, schön, vielen Dank. Und letztlich gibt es hier, jetzt raschelt es ein bisschen für euch, gibt es hier eben auch die guten Emsan Bad Emser Pastillen, denn jeder Schauspieler, jeder Lehrer, jeder Sprecher, auch im Radio, wenn du viel sprichst,
musst du mit der Stimme ja irgendwie die fit halten. Das eine ist das Wasser trinken, viel Flüssigkeit trinken. Das andere ist eben Bad Emser-Pastillen befeuchten, die Rachenschleimhaut. Und somit bleibt die Stimme für uns mit der Stimme Arbeitenden tragfähig und transparent. Und da möchte ich dir heute euch jetzt hier im Studio gerne eine Packung der Pastillen schenken. Einfach, und so kam die Verbindung auch, dass ich Markenbotschafter des Unternehmens wurde, ganz einfach, weil es so Sinn macht, denn ich gebe Stalking-Opfern eine Stimme. Und so passt das eben, Stimmpflege mit der ganzen Thematik und wirklich Hals und Stimme passt da wunderbar. Und so entstand die Kooperation, weil das ganze Projekt einfach auch so groß geworden ist. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass ich heute noch irgendwie ja Unterstützung eben voller Dankbarkeit bekomme. Ja, also super. Ja, vielen Dank wieder, Andrea, Coaching Airline Radio. Wir haben 2 Stunden schon fast rum. Die Zeit ging schnell, gell? Es ist unglaublich, halt wie in der Airline, ne? Also, ja, genau. Ja, das ist unglaublich, wie kurzweilig es ist bei euch hier. Und ich sage einfach, es macht Riesenspaß und ich komme gerne wieder, denn es hört ja nicht auf, langweilig zu, spannend zu sein. Und außerdem hast du ja erzählt, dass du von dem Buch Teil 2 jetzt schon angefangen hast, oder? Genau, also so eine Geschichte entsteht als allererstes Mal im Kopf und ich lasse mich inspirieren, meistens eben auf Reisen. Und das war im Januar dieses Jahr, da war noch keine Corona-Geschichte und wenn ich einen weiten Blick habe, dann läuft eine Geschichte bei mir schon ab. Man muss sich das so vorstellen wie ein Baugerüst, das dann da steht als Rohbau und das will befüllt werden. Also die Grundgeschichte steht schon und es gibt ein paar wichtige Entscheidungen auch da, wie du treffen musst. Und letztlich, jedem kannst du es nie recht machen und du musst eben die Entscheidung treffen. Aber jetzt füllt sich das Ganze dann eben mit den Charakteren und so weiter und wie lange das allerdings dauert, weiß ich nicht, denn ich habe ja gerade, wie gesagt, eben meine aktuelle Uhrenkollektion auch auf dem Markt und da sehen wir jetzt dann auch intensiv eben auf Promotion Tour. Das alles ist eben sehr spannend. Gleichzeitig gehen die Lesungen wieder los. Da sage ich jetzt nochmal die Termine. Morgen Abend um 19.30 Uhr bin ich in Königswinter im Eselstall oder aber am 10. November sind wir mit einer Lesung, mit einer Dinnerlesung für 39,90. Also da sind 3-Gang-Menü dann dabei und in den Pausen wird gegessen. Das ist also ganz wunderbar, gesellschaftlich auch nochmal. Trotz Corona funktioniert das ganz gut. Und das ist in Köln im Restaurant Il Cavaliere, ein schönes italienisches Restaurant. Und natürlich der 4.12. ist ein Highlight, ein Jahresabschluss für mich im Urania Theater in Köln zusammen mit dem Künstler Crow, der ja auch toller Maler ist und selbst ein Buch veröffentlicht hat. Dort wird es eine Podiumsdiskussion geben zum Thema Stalking nochmal mit mir auf der Bühne und dem Crow. Das sind so die Highlights, die anstehen. Letztlich natürlich meine Sat1-Rolle als Yves Hendricks. Und ja, ansonsten lade ich alle ein. Jetzt sind wir ja eben in der Geschenke-Phase-Zeit. Jeder, der ein Geschenk sucht, ein außergewöhnliches Geschenk sucht, kann gerne eben bei mir im Shop www.schara24.com nach Lust und Laune blättern und shoppen. Und ein Highlight dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben gerade hier gelacht im Studio, weil die Brille, die ich designt habe, die Fähigkeit hat, die Welt ein bisschen schöner aussehen zu lassen, als sie in Wirklichkeit ist, denn sie hat die Fähigkeit, die Grautöne rauszuziehen, denn sie ist leicht getönt, so leicht gelb und das ist so meine Message in die Welt hinaus generell. Ich möchte die Welt immer ein bisschen schöner machen, als sie in Wirklichkeit ist, also mit all meinen Kollektionen und all meinem Schaffen die Welt zu unterhalten. Wunderbar, das war ein schöner Abschlusssatz. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, Ralf, dass du den Weg hierher gemacht hast, dass du uns 2 Stunden spannende, tolle und auch lustige Geschichten geliefert hast. Danke. Und wir freuen uns auf ein Wiederkommen. Vielen Dank an meiner Seite eben. Millionen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Gerne lade ich hiermit eben auch ein, mir zu folgen auf Instagram und Facebook und Co. Und sag bis bald, ich komme bestimmt mal wieder. Das würde uns freuen. Gerne. Herzlichen Dank und am Mikrofon war die Andrea und der Ralf.